Schädlingsbekämpfung auf natürliche Weise. Die Larven fressen Läuse. Die Larven leben auf Pflanzen und ernähren sich dort vor allem von Blattläusen, sie fressen aber auch Mehltau oder Schimmelpilze. Während ihres Wachstums häuten sich die Marienkäferlarven dreimal und verwandeln sich dann in eine Puppe. Jetzt kleben sie ihren Hinterleib mit Hilfe eines Sekrets an Blättern, Zweigen oder Baumrinde fest. Dabei liegen ihre Gliedmaßen und Fühler nicht frei, sondern sind an den Körper geklebt. Die Farbe dieser Puppe ist je nach Art recht unterschiedlich und wechselt zwischen dunkel, hell, rotbraun oder grau.